Gut, das Neue fängt immer mit dem Alten an. Bernini hat um 1621, glaube ich, die Statue gemacht. Rubens hat kurz vorher 1617 das jüngste Gericht gemalt, ein Monumentalgemälde in München, in der Pinakothek. Die Frage Raum, die Frage Zeit. Bernini war ein bisschen später mit seiner Arbeit. Rubens hat im Grunde den bestehenden Raum ausgefüllt. Sehr klar, das Hochholen der Guten und das Niederdrücken der Schlechten. Himmel, Hölle, das jüngste Gericht in der Mitte teilt. Bernini hat nicht nur als Statue gearbeitet, sondern auch gedanklich diesen Raum neu entdeckt, erweitert. Nicht nur bestehenden Raum ausgefüllt, sondern Raum als suchbaren, als gestaltbaren aufgefasst. Und die Frage ist die, was wir heute machen. Wenn ich mir heute Installationen angucke, sind das eigentlich nur, ist es nur ein Ausfüllen bestehenden Raumes. Der Raum ist da, der Raum wird als gegeben angenommen und es wird in Installationen mit dem Raum gearbeitet. Wenn man jetzt auch an den Punkt setzt, nämlich den Punkt vor der Persephone und nach der Persephone, nach dieser Schaffung dieser Skulptur, ganz kurz gefasst, was war vor und nachher? Und wenn wir heute einen Punkt setzen, was war kurz vorher und was könnte sein? Nur ganz grob gefasst, banalisiert sozusagen. Also es ist wirklich eine, in dem Sinne, dass die Befreiung, die nach Persephone kam oder mit ihr, mit dieser Zeit kam, war eine begrenzte, es war eine Befreiung der Menschheit von der Gottheit. Auf der anderen Seite war es eine ganz klare Hierarchisierung und Strukturierung von Gesellschaften. Eine Einengung, könnte man dann eher sagen, für jeden. Also es auf weltlich war es, die Einengung bestand vorher. Da hat mir Gott gesagt, was ich machen sollte. Oder mehrere Götter haben mir was gesagt, das war ja noch die Zeit. Das war die absolute Einengung. Jetzt hatte ich die menschengemachte soziale Einengung. Die religiöse Religion war auch menschengemacht, aber das lassen wir mal beiseite. Im Weltbild war es anders, da gab es den Gott für den Einzelnen, der hat bestimmt. Jetzt hat die Gesellschaft bestimmt, die Führer haben bestimmt, das Adelssystem hat bestimmt, die gesellschaftlichen Hierarchien haben bestimmt. Das war die wirkliche oder der Durchbruch zu einer weiteren Individualisierung kam dann erst mit der Aufklärung, die aber auch immer noch begrenzt war. Da war ja nicht Freiheit für jeden und alle in allem. Und wenn wir das jetzt haben wollen, hatten wir in Anführungsstrichen zumindest einen Teil von Rechtlichkeit, auch sozialer Gerechtigkeit rechtlich geregelt, Ansprüche auf Sozialhilfe, falls alles andere, Ansprüche auf Rente, falls das Alter erreicht ist und. Diese Einengung fällt jetzt weg, weil das muss man auch sehen, das ist ja eine Einengung gewesen. Ich musste arbeiten, um Arbeitslosenhilfe zu kriegen. Arbeitslosengeld zu kriegen, wie auch immer das definiert war. Ich musste Staatsbürger sein, um Sozialhilfe zu bekommen. Diese ganzen, wie heißt das im Deutschen, die ganzen Anspruchsvoraussetzungen sind ja Einschränkungen gewesen. Positiv, aber es waren Einschränkungen.
ich musste 40 Jahre, das hat sich dann später und jetzt geändert, dann auch im Rentenrecht, aber ich musste mal irgendwann 40 Jahre gearbeitet haben, um in die volle Rentensicherung reinzukommen. In dem Sinne hat sich das geändert, dass diese Begrenzungen jetzt aufgehoben sind. Was danach kommt, im Moment kommt nur Unsicherheit, im Moment kommt gar nichts. Vielleicht ein Stück trockenes Brot oder vielleicht eine Einladung zu irgendeinem Essen von irgendwem. Aber keine Sicherheit, keine Berechenbarkeit. Weil im Grunde konnte ich sagen, im Extrem und vereinfacht, wenn ich mit 18 angefangen habe zu arbeiten, in dem und dem Job, das Einkommen steigerte sich nach den und den Graden, mit 65 hatte ich das und das an Rente vereinfacht. Das war aber das System. Heute kann ich sagen, wenn ich Glück habe, kriege ich ein bisschen. Vielleicht reicht es zur Sozialhilfe. Im Sinne, dass ich dann wirklich, weil das ist ja auch eine Frage der Mobilität, wenn ich laufend von einem Land ins andere ziehe und, kann es sein, dass ich letztlich ohne Sozialhilfeansprüche ende. Für viele Migranten eine ganz normale Realität. Familienstrukturen, diese alten Sicherheiten sind auch nicht mehr gegeben. Was im Moment sichtbar gegeben ist, ist Unsicherheit, ist fehlende Berechenbarkeit, ist fehlende Rechtssicherheit in jeglicher Hinsicht. Also in jeglicher Hinsicht ist vielleicht nicht ganz richtig. Ich habe immer noch irgendwelche Menschenrechte, die ich nicht einklagen kann letztlich. Ich habe immer noch das Recht, eigentlich nicht auf der Straße schlafen zu müssen, aber trotzdem, weil die Realität es nicht hergibt. Was es auf der anderen Seite hergibt, wenn du jetzt nach einem positiven Ausblick findest, wir haben diese Ressourcen, die verteilt werden müssen, aber die nicht verteilt werden müssen, nur im Sinne der Ex-Post-Verteilung von erstmal anschaffen und dann verteilen, sondern die auch in der im Produktionssystem umverteilt werden müssen. Die Frau als Symbol oder als Verkörperung des Volkes, einer aufstrebenden, neu sich formierenden Kraft gegen den Gott, zur gleichen Zeit als Individuum sich konstituierend. Das war, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass es im Grunde in der ganzen Zeit um Renaissance darum ging, gegen die Götter, dass sich Menschen als Individuen sahen, als Individuen konstituierten. Und das ist genau dieser Widerstand, der da im Grunde geleistet wird. Sie ist ja noch verhaftet in der alten Welt sozusagen, in dem Gott, wird von ihm zurückgehalten, wird aber auf der anderen Seite von einer magischen Kraft weggezogen, die nicht definiert ist, die offen ist, vor die sie auch Angst hat. Sie hat Angst vor dem Rückblick, aber sie hat auch Angst vor der Zukunft, weil sie ungewiss ist. Aber auf der anderen Seite weiß sie, dass es nur diesen einen Weg gibt, den Weg in die Zukunft. Wenn ich jetzt diese Statue und Statuen müssen, wenn sie gut sind, und Bernini war einer der größten Künstler dieser Zeit, wenn sie gut sind, müssen sie von allen Seiten im Grunde Aussagekraft haben. Das Gesicht, die Muskulatur von den beiden, wo die Kraft gelagert ist, ist ganz eindeutig diese Schwerpunktsetzung auf die Frau als auch aufstrebende Kraft. Wenn ich die Perspektive sehe in der Statue, ist es genau dieses Problem. Sie ist aufstrebend, er bleibt zurück, aber nicht nur zurück im räumlichen Sinne nach hinten gedrängt, sondern auch nach unten. Das spiegelt sich dann wieder in der Dreidimensionalität der Hundeköpfe, die jeweils ganz spezifische Blickrichtungen haben von Zorn, von Angriff nach vorne, aber auch zur gleichen Zeit von Suche. Das war genau diese Zeit, die wusste, es geht so nicht weiter, die neue Möglichkeiten
fühlte, aber letztlich nicht artikulieren konnte. Das hat sich dann niedergeschlagen oder hat sich wiedergespiegelt in der anderen, in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft, mit der Orientierung auf Sterne als Leitbilder, auf die Erde nicht im Mittelpunkt stehend, kopernikanische Wende, die dann insbesondere hier in Italien von Galilei im Grunde verfochten wurde gegen die Kirche. Und das war eben genau dieser Punkt, wo es um Wissenschaft, gegen Kirchliche, gegen den Glauben ging, gegen die Allmachtstellung Gottes. Eine wirtschaftliche Wende, eine ganz banale Sache, man brauchte im Grunde die Sterne, um den Leitweg für den Handel zu finden. Der Rest interessierte natürlich die einfachen Menschen nicht. Die einfachen Menschen, nämlich das aufstrebende Handelskapital, die aufstrebenden Handelsleute, die eine neue Orientierung im Raum brauchten. Und das sind, glaube ich, die Zusammenhänge von neuem Denken, neuem Fühlen, und einer neuen Suche, die dann natürlich auch das gesamte Weltbild zerstört hat oder zu zerstören drohte. Und ich kann nur mich wundern, wenn dann bis 1992 die katholische Kirche gebraucht hat, dass sie irgendwie Galilei rehabilitiert hat. Also immer noch daran festgehalten hat. Was für mich auch ein ziemliches, ich sag mal, Denkproblem ist, dass wir heute, glaube ich, in einer ähnlichen Übergangsphase stehen. Offenheit, neue Möglichkeiten, einfach im objektiven Sinne, aber auch neue objektive Notwendigkeiten. Auf der anderen Seite im Grunde nicht wissen, wo es denn hingeht. Der Raum hat sich nochmal erweitert. Der Raum ist heute viel größer auch im Sozialraum geworden. Also das Empfinden von Sozialraum, das Empfinden von Zeit, von Raumzeitlichkeit. Wir sind in Moskau an einem Institut damit beschäftigt, im Grunde Big History zu machen und Forecasting. Das heißt also, Grenzen radikal in Frage zu stellen. Wo das hinführt, das kann man im Einzelnen vielleicht sagen, bloß das wirklich große Problem ist, dass wir immer mit allem in den alten Denkrichtungen gefangen sind. So lächerlich das heute klingt, dass die Kirche das nicht geschafft hat, diesen Schritt, so lächerlich werden wir wahrscheinlich irgendwann dastehen in 100 Jahren, in 500 Jahren, wo die Leute sagen, ihr hättet doch begreifen müssen, dass Globalisierung nicht einfach internationaler Handel ist, Ausweitung des Handels. Wir haben in der Kunst eigentlich heute verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Denkansätze mit Installationen Raum neu zu entdecken, auch Sozialraum mit partizipativen Kunstformen, ob das letztlich wirklich vielversprechend ist oder wohin es führt, glaube ich, kann man heute kaum sagen. Zumindest vermisse ich heute noch massiv diese Größe, die dann Bernini im malerischen Michelangelo oder in der Architektur Michelangelo hat. Zurückkommen auf Vasari. Design als Mutter, als Vater, als Ursprung von Kunst hat natürlich was, dass dort die Menschheit auch deutlich wurde, wir müssen unsere Gesellschaft, wir sind Designer unserer Gesellschaft, wir sind Designer der Welt. Vielleicht müssen wir heute auch daraus hinausgehen, dann kommt die Frage der Nachhaltigkeitsentwicklung. Vielleicht müssen wir heute auch da wirklich drüber hinausgehen und sagen, es geht nicht mehr um die Welt. Es geht nicht mehr um die Welt, wie sie jetzt ist, sondern es geht einfach um eine neue Welt, die Teil eines Alls ist, wo die Welt ein ganz kleines Partikelchen ist, letztlich vielleicht sogar unwichtig. Mit der Unwichtigkeit kann ich erkennen, im Grunde, welche Möglichkeiten ich habe. Als Frau oder als Symbol diese Frau wegstreben vom Alten, aber hinstreben zu etwas Neuem und mutig sein, dieses Neue aufzugreifen. Das Wichtige ist,
dass die Künstler sich da, und da kenne ich mich in der neuen Kunst wenig aus, die Künstler sich selbst diesen Freiraum schaffen und nicht nur sagen, ich brauche den Freiraum vom Zuschauer. Und da spielt sicherlich auch, und das spielt tatsächlich eine Rolle, die Koproduktion hat da eine größere Bedeutung, dass der Betrachter unmittelbar einbezogen wird. Nicht mehr Präsentation, nicht mehr Design an sich, sondern, wenn ich so will, Design als Zusammenarbeit, als zusammenhängendes Produzieren, etwas Zusammenhängendes zu produzieren, mit anderen produzieren, in diesem Sinne auch ganz neue Sozialräume und Zeiträume oder Raumzeiten zu schaffen. Ich versuche in wissenschaftlichen Arbeiten, ökonomischen Arbeiten, diesen Begriff oder dieses Konzept, dieses Denken von Raumzeiten teilweise anzuwenden. Es macht in der Ökonomie Sinn, wie gesagt, für die Kunst fehlt mir da einfach noch vielleicht der Sprung. Wenn ich sage, in der Kunst fehlt mir es, in der Musik haben wir es längst geschafft, mit Schönberg, Stravinsky, die alle diese alten Strukturen längst verlassen haben und was ganz Neues gemacht haben, die viel fortgeschrittener waren als zum Beispiel der Free Jazz oder solche Geschichten, ungeheure Potenziale und leider dann vielfach verkannt worden sind. Aber wenn ich eben genau dieses Zusammenspiel, das ist es ja, erlaube und fördere, dass ich sage, kommen wir zurück auf Persephone, wenn ich sage, du bist ein Individuum, du bist aber ein soziales Individuum und du musst mit dieser Umwelt, einschließlich der gemachten Umwelt, der Technologie, Technik, musst du leben. Du darfst nicht diese Technologie zur Kontrolle werden lassen. Das sind Herausforderungen, die ich einfach mal auch sozial bewältigen muss. Was Luhmann gesagt hat, Gesellschaft ist eigentlich unmöglich, aber sie funktioniert doch, weil sie eben bestimmte Regeln nicht einhält, beziehungsweise weil sie als Gesellschaft, als soziales Interagieren Regeln kennt, die das bürokratische System, die das institutionelle System, die auch technische Systeme nicht kennen, sondern da viel zu reduziert herangehen.